Noch wissen Ricarda Nothaft und Sarah Pflüger nicht genau, was sie erwartet. Das Mühlacker Tagblatt hatte gemeinsam mit dem Zirkus Charles Knie die Teilnahme am Training von Seelöwin Steffi verlost. Glückliche Gewinnerin? Die 11-jährige Ricarda. Freundin Sarah durfte zur Unterstützung mit. Ich freue mich eigentlich richtig drauf, weil ich mache eigentlich nie so wirklich was mit Seelöwin. Also ja, eigentlich war ich noch nie so nah bei solchen und da bin ich jetzt richtig aufgeregt. Also ich hoffe, dass es mir Spaß macht und ich freue mich richtig drauf und ich bin gespannt, was man da alles machen kann. Dann der mit Spannung erwartete Moment. Trainer Marek Jama lässt die beiden zu Steffi ins Gehege und gibt letzte Anweisungen, bevor die Mädchen selbst mit der Seelöwin arbeiten dürfen. Solche Hand nicht so fümmeln und so, wegen das Tier kennt euch nicht sowieso, die sind ganz lieb und so, aber trotzdem muss man aufpassen, weil das ist Raubtier, die kann solche Zähne hat, sie kann sie auch beißen, deswegen muss man aufpassen immer. Und wenn ihr macht, was ich sage, das, ich glaube, das passiert. Na, ich weiß, das passiert gar nichts. Endlich ist es soweit. Die Mädchen dürfen Steffi anfassen und lernen, dass Seelöwen extrem neugierig sind und darum gerne neue Tricks ausprobieren. Und dass sie ganz besonders scharf auf Fisch sind. Darum gibt es nach jedem erfolgreichen Trick einen Happen Fisch als Belohnung. Ganz nach dem Motto, je mehr Fisch, desto mehr Tricks. Es war wunderschön und erstaunlich, was es alles kann. Also ich finde es ganz toll, was man mit den Tieren alles machen kann und mir hat es jetzt ganz arg Spaß gemacht. Der Kurs fand ich am schönsten. Eigentlich ja. Und im Handstand, der war auch voll süß eigentlich. Das knapp halbstündige Training ist viel zu schnell vorbei. Für Seelöwin Steffi gibt es noch einen letzten Happen Fisch als Dankeschön und eine Runde Schwimmen zur Entspannung. Dann heißt es für die Seelöwin raus aus dem Wasser und für Ricarda und Sarah Abschied nehmen.